Hey Nakamas und willkommen zu einem neuen Zeichen-Tutorial hier auf meinem Kanal. Und ja, das sind meine Materialien, die ich für dieses Tutorial benutze. Und ja, vorne hinein steht der EM-Titel. Ich mache ein Tutorial, wie ich meine Haut koloriere, da einige nach schon gefragt haben und ich euren Wunsch einfach mal erfüllen möchte. Sagen wir einfach mal so erfüllen. Fangen wir an. Am Anfang kodiere ich mit einer gewöhnlichen Hautfarbe, sei es in meinem Fall einen Stift von Faber-Castell, kodiere ich die Haut, so dass die Übergänge leichter werden, um halt die dunkleren Töne, Schatten einzuzeichnen. Als nächstes koloriere die Haut, wo es etwas dunkler ist, mit dem Lassuro-Orange-Glanz. Keine Ahnung, wie das ausgesprochen wird. Auf jeden Fall ist es von Polycomus ein Stift. Als nächstes zeichne ich die etwas dunkleren Schatten mit den Walnussbraun an. Oder eher gesagt, ja, Walnussbraun. Kondiere ich die erstmal ein bisschen oder kolorieren, wie man das auch nennen will. Koloriere ich es ein bisschen, also da, wo die Schatten sind. Als nächstes habe ich mit dem Fleischfarbenmittel die etwas dunkleren Stellen nachgegangen, so dass es mehr nach Haut aussieht. Als nächstes koloriere ich die Schatten nochmal ein bisschen extremer mit dem Umbera Brand gebrannt. Keine Ahnung, auf jeden Fall wieder von Polychromos. Nun nochmal für einen bisschen leichteren Schattenwurf benutze ich den Polychromos-Stift Beaster. Nun benutze ich einen etwas orangeren Hautton und fahre nochmal die Konturen lang und macht die Schatten noch ein kleines bisschen extremer, so dass man sie auch besser erkennt. Nun benutzen wir die letzte Hautfarbe, die ich schon am Anfang benutzt habe zum Kondieren. Dort drücken wir ein bisschen mehr drauf und so wird die Haut dann auch mehr sichtbar und man kann das als Hautfarbe betrachten. Ich hoffe, euch hat dieses kleine Tutorial gefallen. Ich weiß, ich bin nicht gerade der Beste in der Hautkolorierung. Ich weiß, ich bin nicht gerade der beste Zeichner. Die Skizze ist übrigens einfach nur so hingeklatscht in 3 Minuten. Nur, dass ihr das wisst. Ich kann auch besser zeichnen. Das ist einfach nur hingerotzte Vorskizze gewesen. Man braucht ja eigentlich keine großen, wie nennt man das, Skizzen, um Haut anzumalen. Das ist einfach nur ein Tutorial, wie man Haut malt. Achtet nicht so auf die Charaktere im Hintergrund. Oder eher gesagt, den Charakter, den wir anmalen. Auf jeden Fall. Ich bin auch noch in den Schwierigkeiten, was mit der Lichteinstrahlung abgeht. Ich glaube, die habe ich ein bisschen verkackt. Aber die kann ich selber noch nicht. Aber da sich einige von euch gewünscht haben, dass ich mal ein Tutorial dazu mache, deswegen habe ich es einfach mal gemacht. Ich hoffe, euch gefällt es trotzdem. Haut rein, Leute. Und das nächste Video wird dann zu mein Zeichenturnier sein. Ich hoffe, ihr freut euch drauf. Haut rein, bis zum nächsten Video.